Ahoi Kratujana und herzlich willkommen zu unserem neuesten Container-Opening. Der liebe Taumaster 2 hat sich 25 Azulane Premium Container gegönnt und wir werden diese jetzt öffnen. Das Schöne ist, der Taumaster hat noch gar kein Arpschiff. Daher kriegen wir ganz gut vermittelt, was kriegt man so aus 25 Containern raus. Ich habe schon von einigen gehört, die haben sich 50 Container geholt und haben gerade mal ein Schiff rausgekriegt. Also es kann wirklich sehr ins Negative gehen. Im absolut größten Pechmoment jetzt hier ziehen wir nicht ein Schiff raus. Mit ein bisschen Glück ziehen wir die Yamato raus. Er hat wirklich noch keins der Schiffe. Und ich würde mal sagen, ehe wir hier ewig lange quatschen, let's go. Cool sehen sie aus, die Container. Teuer sind sie wie Sau. Und Taumaster, vielen Dank, dass du das Ganze hier ermöglichst, damit wir hier mal reinschieben können. Erster Container bringt uns 96.000 Elite-Kapitän-CP. Boah, nicht gut, gar nicht gut. Damit können wir, gut, kann man auch was anfangen, aber wir wollen ja Schiffe hier. Wir wollen ja die geilen Schiffe. Schiffchen, nochmal genau das gleiche. Cool. Komm, gib mir ein Schiff. Ich weiß gar nicht, ob hier so ein extra Sound kommt, wenn ein Schiff drin ist. Mal gucken. Bam, werden wir gleich ziehen. Ich ziehe hier gleich zig Schiffe. Dritte Mal das gleiche hintereinander drin. Wieder kein Schiff scheinbar. Da kommt immer so ein Klack, so ein Geräusch eigentlich, wenn man ein Schiff zieht. Okay. Wir haben 14 Mal frei EP 2400%. Okay, nehme ich mit. Ist auf jeden Fall 1000 Mal besser als diese Elite-Kapitäns-EP. Hat man 21er Kapitän irgendwann, kriegt man das nämlich ohne Probleme in Massen erspielt. So. Und da haben wir 14 Mal freie Piken. Okay, Schiff, komm. Schiff, da war das Geräusch. Das erste Schiff, komm Yamato. Ab Yamato, komm. Aparuna, Kongo Stufe 5. Wäre das jetzt hier Ab Yamato gewesen, dann wären gleich wieder die ganzen Schwuppler um die Ecke gekommen. Krato hat das Ganze doch hier, das ist doch mit Wargaming zusammen entstanden. Und es soll doch bloß die Leute zum Kaufen animieren. Aparuna Stufe 5, meine Freunde. Nein, das ist nicht mit Wargaming hier zusammen entstanden. Das Ganze sind immer tatsächlich Accounts von anderen Spielern, die sich einfach was gönnen wollen und unser Free-to-Play-Spiel finanzieren. Habe ich? Nee, kommt noch dazu ein Video? Morgen kommt es, irgendwie so jetzt in den Tagen kommt es, da habe ich auch nochmal ein Video zugemacht, sind wir zwei Runden gefahren. Es gibt vier verschiedene T5 Kongos und die Aparuna ist eine davon. Aber ich will jetzt hier ein paar schöne Schiffe, die Atago will ich mindestens noch. Ab Yamato wäre geil, aber wie hoch ist die Wahrscheinlichkeit? Bam, 14 blaue Boni nehmen wir mit. Aber wir wollen was anderes, wir wollen Schiffe, wir wollen Schiffchen. Eins haben wir immerhin schon mal. Aber T5 Premium Schiff kriegst du... Oh, Schiffchen. Habt ihr gehört? Da war der Sound wieder. Gibt's im Premium-Laden ein bisschen günstiger, muss ich ehrlich sagen. Komm schon, Ab Yamato. API. Da haben wir die zweite Kongo. Kongo Nummer 2. Ist cool. Zweite Premium-Schiff, Stufe 5. Exakt das gleiche, keine Frage, aber nehmen wir. Bei dem ARP-Event hier ist es ja eigentlich der Gedanke dahinter, alle ARP-Schiffe zu kriegen. Ne? Ab Yamato in dem Sinne lohnt sich gar nicht, weil... Es ist kein Premium-Schiff, es ist bloß ein Spezialschiff. Interessant so rein. Credits-technisch wären eigentlich die Atagos. Wie auch immer die hießen. Ab Miyoko und... Ah ne, Ab Miyoko war auch noch, ist auch nicht richtig. Ab Takao und ab irgendwas anderes. Hallöchen. 14 Mal. Blaue Boni nehmen wir mit. Komm, Schiffchen. Der Sound war nicht da, wird kein Schiff. Verdammt. Wir haben 14 blaue Boni. Nehmen wir. Können gerne mal drin sein. 14 Stück an der Zahl ist natürlich geil. Und danach kommen ja bloß noch die Roten, die besser sind. Nehmen wir sehr gerne mit. Komm schon. Schiff. Okay. Wir haben mehr als die Hälfte schon geöffnet. Und bisher bloß zwei T5 Kongos rausgekriegt. Komm schon. Ab Yamato, ich habe sie versprochen. Nein, habe ich nicht. Würde ich nie versprechen. Ab Yamato, los jetzt. Ab Yamato, habe ich gesagt. Manche haben 5 Stück gekauft und direkt die Ab Yamato im ersten gehabt. Komm schon. Ich will auch einmal will ich auch Glück haben. Zum Glück aber lauter blaue Boni, nicht bloß immer Elite-Kapitän-CP. Blaue Boni, wie gesagt, hat deutlich geiler. Yay, man spricht vom Teufel. Schiff, komm. Nee. 6%ige Chance, dass ein Schiff drin ist. 6%ige Chance. Ist nicht besonders viel, aber sie ist da. Ich meine, zweimal hatten wir ja schon Glück. Bam. Gottchen, Elite-Kapitän-CP ist ja hier auch, freie EP ist ja hier auch drin. Die Währung, mit der man kaum noch was anfangen kann. Schiff. Komm schon. Wichst noch ein Schiff. Das ist total unterwältigend bisher hier. Komm schon. Wieder kein Schiff. Puh, drei noch. Ich will wichsen ein Schiff noch. Komm. Egal, ob es Kongo ist oder irgendwas anderes. Aber wichsen ein Schiff noch. Komm. Nee. Ein Schiff. Oh Mann. Bam.
Komm jetzt, Schiffchen. Schiffchen, Schiffchen. Auch kein Schiff, aber im letzten. Da wird ja wohl im letzten noch ein Schiff drin sein. Komm schon. Komm schon. Ich mach hier drüber auf, den hat man mehr Glück. Drop-Chancen, das steht zu... What the fuck, da landest du im Browser. Alles klar, das war nicht geplant. Wieder ins Spiel rein. Schiffchen, komm schon, komm schon, komm schon. Kein Sound. Es bleibt dabei. Oh Gottchen, Credits. 2 Millionen Credits. Na, immerhin. Na, guck mal, er hat gar nicht mehr so viel Credits gehabt. Blaue Boni hat er jetzt auch ordentlich. Wenn wir mal ganz kurz gucken. 67 davon, 97 davon, 90 davon und da hat er 77 von. Nice. Aber leider von den vielen, vielen Abschiffen, die es gibt, hat er leider kaum was rausgekriegt. Und was soll ich sagen? Geht vielen so. Ne? Es ist nun mal Gambling. Wenn du bedenkst, das waren jetzt 25.000 Dublonen, 25.000 Dublonen, das sind 81 Euro. Und dafür hat er gerade 2 T5-Schiffe rausgekriegt, die man sich im Shop rein theoretisch auch kaufen könnte für 10.000 Dublonen. Schiffswert im knapp 10.000 Dublonen-Bereich bekommen. Blaue Boni eine ganze Menge, aber so im Großen und Ganzen kann man nicht anders sagen. War nicht gut, war gar nicht gut. Gerade mit seinen Glücksfingern konnte das Ganze hier leider jetzt auch nicht beeinflussen. Wo ist denn das hier? Da. Konnte es leider auch nicht beeinflussen und so muss ich wirklich sagen, schade. Ich hätte gerne wenigstens noch eine Miyoko oder wenigstens noch eine Atago rausgezogen. Hier, ab Maya, ab Takao, das sind die Atagos. Das sind die Miyokos und hiervon hat er jetzt 2. Da hat er, ja, 2 weitere hätten wir theoretisch noch ziehen können. Da hätte man für das Geld im Premium-Laden sich genauso gut ein Schiffepaket kaufen können für 100 Euro. Die Abdinger sind ja da im Angebot. Und für 100 Euro hätte er dann gemischt Schiffe da bekommen. Da wären dann Abtakao, Miyoko und sogar Kongo dabei gewesen. Wäre vielleicht denn sogar besser. Schönes Video, um mal auch zu warnen davor, ne, wenn man 80 Euro in der Hand nimmt. Weiß nicht, ob er die Dublonen irgendwie anders hat oder das Geld halt ausgegeben hat. Aber schönes Video auch, um mal zu zeigen, dass man auch nicht unbedingt super viel Glück haben muss. Nein, es muss nicht die Ab-Yamato drin sein. Nein, es muss nicht da irgendwie die höheren Schiffe drin sein. Es können einfach mal die kleineren Schiffe sein. Und wie gesagt, es hätte theoretisch auch sein können, dass wir nicht ein Schiff da rausziehen. Daher bei den Containern bitte immer im Hinterkopf behalten, es ist reines Glücksspiel. Da können sie die Prozente und alles wieder hin tackern, wie sie wollen. Es ist reines Glücksspiel. Mit den festen Drops etc. wird dieses Glücksspiel, diese Bezeichnung hier, guck mal, alle 39, alle 40 Container ist ein sicheres Schiff drin. Wow, total geil. So gesehen, sie entkoppeln das Ganze halt durch diese ganze, also es ist nicht offiziell Glücksspiel, es ist ja so eine Grauzone jetzt hier mit den Opening. Aber in manchen Ländern ist das sogar nicht geduldet. Ich glaube, war das Niederlande, glaube ich, da darf man gar keine Container öffnen. Da, wenn du da World of Warships spielst, kannst du keine Container kaufen. Hast du keine Möglichkeit, was aufzumachen. Nun ja. Taumaster, es tut mir leid, ich hätte gerne mehr rausgezogen. Ich hoffe, du hasst mich jetzt nicht. 2 schöne Schiffchen hast du trotzdem bekommen. Die kann ich dir hier auch gleich mal rauspicken. Lachtschö, das sind ja schon beide. Hauptschiff markieren. Blup. Die API und die Aparuna hat er jetzt bekommen. Wie gesagt, sind beides Kongos. Wenn man die Kongo mag, ist das natürlich schön, die als Premium-Variante zu haben. Mit dabei sind natürlich auch gleich direkt die Kapitäne mit eigenen Stimmen-Layout. Wir werden nicht vergessen, fleißig kommentieren. Eure Meinung, oder viel besser gesagt, eure Meinung zu den Containern, wissen wir, kennen wir schon. Aber eure Erfahrungen mit den ARP-Containern, was habt ihr so gezogen? Habt ihr Geld ausgegeben? Haut mal in die Tasten, würde mich wirklich interessieren. Wir werden nicht vergessen, fleißig kommentieren. Haut rein, bis zum nächsten Mal.